Wirst du manchmal von Gewissensbissen geplagt? Blickst du zurück und wünschst dir, du hättest andere Entscheidungen getroffen, hättest deine Zeit sinnvoller genutzt oder hättest dich verschwendet gefühlt? Fühlen sich diese vergeudeten Jahre wie eine Last an, wie eine Reihe verpasster Gelegenheiten, die du nie wieder zurückholen kannst? Die Zeit wartet auf niemanden. Auf einmal ist es heute. Und plötzlich sind aus Wochen Monate geworden und aus Monaten sind Jahre geworden. Wenn wir innehalten und zurückblicken, fragen wir uns oft, was habe ich mit all meinen Tagen und Jahren gemacht? Wo sind meine Träume und Pläne geblieben? Es ist, als würden wir blinzeln, und so vieles ist an uns vorbeigegangen und hinterlässt ein Gefühl des Bedauerns über die Chancen, die wir nicht ergriffen haben, und die Reisen, die wir nie unternommen haben. Aber es gibt Hoffnung und Wiederherstellung für diejenigen, die danach suchen. Das Universum oder dein Gott stellt all die verschwendeten Jahre wieder her. Woher wissen wir also, wann das Universum uns zur Wiederherstellung und zu neuen Anfängen führt? Hier sind 7 Anzeichen. 1. Deine tiefsten Wunden beginnen zu heilen. Selbst wenn es sich so anfühlt, als wären deine besten Jahre durch Schmerz oder Bedauern gestohlen worden, hält das Universum ein stilles Versprechen der Heilung bereit. Die tiefsten Wunden, die sich in dein Wesen eingegraben haben, werden langsam zu heilen beginnen. Es wird kein plötzlicher Wandel sein, sondern eine Reihe von subtilen Veränderungen. Der ständige stechende Schmerz der Vergangenheit wird weicher und verwandelt sich in ein dumpfes Pochen, das nicht mehr jeden Gedanken verschlingt. Es können Tage vergehen, an denen die Wunde deine Gedanken nicht beherrscht und dir kurze Ruhepausen verschafft. Während du heilst, tauchen kleine Hoffnungsschimmer auf. Die unerwartete Freundlichkeit eines Fremden lässt deinen Zynismus ein wenig dahinschmelzen. Ein längst vergessenes Hobby lässt den Funken der Freude in dir wieder aufflammen. Diese scheinbar gewöhnlichen Momente sind das Flüstern des Universums, dass es in deiner Welt noch Schönheit und Möglichkeiten gibt. Es ist eine sanfte Erinnerung daran, dass das Licht selbst den dichtesten Schatten durchdringen kann. Die Narben der Vergangenheit werden bleiben, ein Zeugnis der Kämpfe, die du ausgefochten hast, und der Stärke, die du erlangt hast, aber ihr Einfluss auf dich beginnt zu schwinden. Die einst überwältigende Macht, die sie hatten, um deine Gegenwart zu definieren und deine Zukunft zu gestalten, nimmt ab. Du entdeckst eine Widerstandskraft, von der du nie wusstest, dass du sie besitzt, geschmiedet in den Feuern der Not. Ein tiefes Gefühl des inneren Friedens beginnt zu wachsen. Eine stille Zuversicht, dass du das Schlimmste des Sturms überstanden hast. 2. Glück im Unglück. Ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass das Universum bereit ist, die Zeit, die du für verschwendet hieltest, wieder aufzuholen, ist, wenn du anfängst, Fülle zu erleben und Überraschungen zu erhalten, mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn sich in deinem Leben finanzieller Erfolg einstellt, ist es wichtig, dieses Glück als Zeichen der Freundlichkeit des Universums zu sehen. Die Art und Weise, wie das Universum die Dinge wieder in Ordnung bringt, ist jedoch nicht nur auf Geld beschränkt. Es verbreitet seine Freundlichkeit in jedem Bereich deines Lebens. Stell dir vor, du bekommst Überraschungen, mit denen du nicht gerechnet hast. Das ist ein großer Teil dessen, worum es bei diesem Zeichen geht. Stell dir eine Situation vor, in der dir aus heiterem Himmel gute Dinge widerfahren. Das kann manchmal unerwartete finanzielle Gewinne bedeuten, aber viel häufiger geht es um Segnungen, die viel wertvoller sind als Geld. Menschen, die du nicht gut kennst, könnten etwas Nettes für dich tun. Freunde bieten vielleicht ohne ersichtlichen Grund ihre Hilfe an und neue Chancen ergeben sich vielleicht an Orten, an denen man sie am wenigsten erwartet. Diese wunderbare Mischung aus Überraschungen ist der Beweis dafür, dass das Universum dir alles zurückgeben will, was du glaubst, verloren zu haben. Es geht nicht nur darum, mehr Geld oder Dinge zu bekommen. Es handelt sich um eine umfassendere, tiefgreifendere Art der Großzügigkeit. Es ist das Universum, das dir zeigt, dass es dich nicht vergessen hat und bereit ist, dich auf eine Weise zu segnen, die du dir nicht vorstellen kannst, und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Diese Fülle und diese unerwarteten Geschenke sind die Art des Universums, dir zu sagen, dass es Zeit für Wiederherstellung und Heilung ist, die weit über das Materielle hinausgeht und jeden Aspekt deiner Existenz mit ihrer großzügigen Hand berührt. 3. Du siehst die Welt und dich selbst mit sanfteren Augen. Wenn du einen starken Drang verspürst, freundlich und fürsorglich zu den Menschen um dich herum zu sein, ist das ein Zeichen dafür, dass das Universum die Zeit, die du verloren zu haben glaubst, wieder aufholt. Dieser tiefe Wunsch, zu helfen, entsteht nicht nur aus dem Gefühl heraus, dass man helfen sollte. Es wird ein natürlicher Teil von dir, der dich antreibt, Gutes in der Welt zu tun. Wenn man schwierige Zeiten durchlebt, lernt man Mitgefühl und möchte diejenigen unterstützen, die sich in Schwierigkeiten befinden. Es spielt keine Rolle, wie viel du hast. Man hat das Gefühl, dass eine größere Güte des Universums etwas in einem ausgelöst hat, das einen dazu bringt, zu teilen und selbstlos zu geben.
Dieser Wandel geht über das bloße Tun netter Dinge hinaus. Es geht um eine tiefgreifende Veränderung der eigenen Person. Dein Herz beginnt, als Kanal für eine Art göttliche Liebe zu fungieren, indem es nicht nur Dinge anbietet, die man anfassen oder in der Hand halten kann, sondern Handlungen, die in deiner Gemeinschaft und für die Menschen um dich herum wirklich etwas bewirken. Dieser Drang, mitfühlend zu leben, zeigt, dass etwas Bedeutsames in deinem Leben geschieht, mit einer unsichtbaren Kraft, die dich leitet. Hier geht es nicht nur um kleine freundliche Taten. Es stellt eine große Veränderung in deinem Charakter dar und zeigt an, dass deine Reise von etwas viel Größerem als dem, was du sehen kannst, geprägt wird. 4. Das Feuer in dir brennt heller als je zuvor. Ein wichtiger Indikator dafür, dass das Universum auf deiner Seite ist und dir hilft, die Zeit zurückzugewinnen, die du für verschwendet gehalten hast, ist eine spürbare Zunahme deiner inneren Stärke und Widerstandsfähigkeit, wenn du dich den vielen Herausforderungen des Lebens stellst. Du findest dich mit einem neuen Mut ausgestattet, der dich befähigt, Schwierigkeiten anzugehen und zu überwinden. Es ist, als ob das Universum selbst dir die Kraft gibt, die du brauchst, um schwierige Zeiten zu überstehen und deinen Weg zur Genesung und zum Wachstum anerkennt. Oft gehört zu dieser Reise der Wiederherstellung auch die Wiederentdeckung des wahren Zwecks deines Lebens. Vielleicht gab es Momente, in denen du aus verschiedenen Gründen nicht mehr wusstest, was du eigentlich tun sollst. Aber das Universum mit seiner grenzenlosen Weisheit stößt dich sanft zu dieser inneren Flamme zurück und hilft dir, deine wahre Berufung zu finden oder wieder zu entfachen. Diese klare Zielsetzung in Verbindung mit deiner Stärke und Entschlossenheit ist ein starkes Zeugnis für die aktive Rolle des Universums bei der Heilung deines Lebens. Es zeigt, dass das Universum nicht nur repariert, was kaputt war, sondern dich auch stärker und konzentrierter macht als je zuvor. Dieser Prozess zeigt, dass es im Universum nicht nur darum geht, die Wunden der Vergangenheit zu flicken. Es geht darum, deine Fähigkeit zu verbessern, Widrigkeiten zu trotzen. Das Universum befähigt dich, Herausforderungen mit größerer Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zu meistern, indem es deine innere Stärke stärkt und deine Ziele klarer definiert. 5. Die Stürme in deiner Seele beginnen sich zu beruhigen. Wenn du inmitten von Unruhen und Schwierigkeiten ein Gefühl des Friedens findest, das deine Tage ausfüllt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass das Universum am Werk ist und die Zeit, die du verloren glaubst, wieder aufholt. Dieser Friede in dir ist ein kostbares Geschenk, das den Kern dessen symbolisiert, was es bedeutet, wiederhergestellt zu sein. Das Universum mit seiner unendlichen Weisheit räumt nicht nur die Hindernisse in deinem Leben aus dem Weg. Stattdessen schenkt es dir die Kraft und den Frieden, diese Herausforderungen mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu meistern. Diese Ruhe hängt nicht davon ab, was um dich herum geschieht. Es kommt aus einem tiefen Inneren. Es gibt dir ein starkes Gefühl der Zuversicht, dass sich die Dinge, egal welche Probleme du hast, am Ende zum Besten wenden werden. Diese Erfahrungen sind die Art und Weise, wie das Universum sein Engagement zeigt, nicht nur das wiederherzustellen, was verloren wurde, sondern auch dein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen, während du durch die unvorhersehbare Reise des Lebens navigierst. Dieses innere Stück wirkt wie ein Leuchtfeuer, das dich mit dem Wissen tröstet, dass das Universum dein Schicksal sorgfältig Schritt für Schritt wieder zusammensetzt. Es ist eine Erinnerung daran, dass das Universum in den Höhen und Tiefen alles zu deinen Gunsten ausrichtet und dir hilft, nicht nur durchzuhalten, sondern mit einem friedlichen Herzen und einem klaren Geist zu gedeihen. 6. Dein Weg fühlt sich plötzlich erleuchtet an. Wenn deine Wünsche und Entscheidungen auf natürliche Weise mit dem übereinstimmen, was das Universum für dich bereithält, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass das Universum die Zeit aufholt, die du verloren glaubtest. Hier geht es nicht um kleine Veränderungen. Es ist eine tiefgreifende und bedeutungsvolle Veränderung dessen, was du vom Leben erwartest, und führt dich zu Entscheidungen, die dem größeren Plan des Universums entsprechen. Diese Neuausrichtung bringt ein tiefes Gefühl des Glücks und der Vollständigkeit mit sich, so als hättest du das letzte Teil eines Puzzles gefunden, mit dem alles in deinem Leben perfekt zusammenpasst. Diese Freude kommt aus dem Wissen, dass sich dein Leben genau so entfaltet, wie es gemeint ist, nach einem Plan, der viel größer ist als du selbst. Dieser Prozess, bei dem du deinen Willen mit den Absichten des Universums in Einklang bringst, ist eine wesentliche Phase auf deiner Reise der Erneuerung. Es zeigt, dass höhere Mächte dein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken. Bei dieser Ausrichtung geht es nicht nur darum, die äußeren Umstände in Ordnung zu bringen, sondern um eine tiefere, spirituelle Transformation. Es geht darum, dass dein inneres Wesen mit dem umfassenderen göttlichen Ziel in Resonanz steht. Diese Ausrichtung zu finden, bringt auch einen tiefen inneren Frieden. Es ist tröstlich, wenn man weiß, dass die eigenen Entscheidungen und Handlungen im Einklang mit dem großen Plan des Universums stehen. Bei dieser Verbindung zum Plan des Universums geht es nicht nur darum, das materiell Verlorene zu reparieren. Es ist ein spirituelles Erwachen,
eine echte Ausrichtung der eigenen Seele auf den göttlichen Fluss. Wenn du diese Harmonie und diesen Sinn in deinem Leben spürst, ist das ein klares Signal, dass das Universum aktiv an deiner Wiederherstellung beteiligt ist. 7. Die unsichtbare Welt ruft nach dir und du antwortest. Das wachsende Verlangen nach einer tieferen spirituellen Verbindung ist ein klares Zeichen dafür, dass das Universum daran arbeitet, dich wiederherzustellen. Es geht nicht nur darum, mehr wissen zu wollen. Es ist ein tiefer, unstillbarer Durst nach dem Verständnis und der Erfahrung des Göttlichen, der sich in dir regt und dich zu einer Reise mit bedeutenden Veränderungen drängt. Was früher einfache Gebete waren, entwickelt sich zu kraftvollen Momenten der Verbindung, die dir die Augen für die ständige Präsenz des Universums in deinem Leben öffnen. Dieses spirituelle Erwachen geht über jede spezifische Religion oder Glaubensrichtung hinaus. Es geht darum zu erkennen, wie alles im Leben miteinander verbunden ist und einen tiefen Respekt vor den Geheimnissen des Universums zu haben. Bei diesem Teil der Wiederherstellungsarbeit des Universums in deinem Leben geht es nicht nur darum, das Sichtbare und Materielle zu reparieren. Es geht um eine tiefe spirituelle Erneuerung, die dein Bewusstsein auf neue Höhen hebt. Wenn du dich mit heiligen Texten beschäftigst und spirituelle Praktiken anwendest, erlangst du ein besseres Verständnis für den Sinn des Lebens. Diese Reise zur spirituellen Erleuchtung ist ein Zeichen dafür, dass das Universum tief in deine persönliche Transformation involviert ist und dich zu einem Leben führt, das mit tiefem Sinn und Zweck erfüllt ist. Du kennst doch diese Momente, in denen es einfach Klick macht und du dich ein bisschen leichter und inspirierter fühlst. Ich hoffe, dass diese Botschaft für euch heute genau das bewirkt. Wenn das der Fall ist, verbreite deine Begeisterung, indem du likest und kommentierst. Wie immer wünsche ich dir einen schönen Tag.